Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mass Effect 3 und ich sehe gerade, wir müssen nochmal zurück zu Citadel. Ich muss nämlich nochmal ins Purgatory. Da kann ich nämlich die eine Sache noch abgeben. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Mhm. Ich muss zum Purgatory. Ein Taxi wird bereitstehen. Da haben wir nämlich noch die Bibliotheksdaten gefunden und die können wir zu einer Asari geben. Ich glaube, die war ja auch da drin wahrscheinlich am Feiern. So. Jetzt aber genug von meiner Panzerung. Suchen wir die Jungs und feiern ein bisschen, solange ich noch da bin. So, ich schau mal. Hier nicht. Da spielt so eine Asari rum. Ich habe einige Texte aus einer Bibliothek im von Reapern kontrollierten Raum mitgebracht. Ich lasse sie in Bucht D24 für Sie bereitstellen. Vielleicht hilft das ja weiter. Wirklich? Nun, verdammt. Haben kannst du nicht. Danke. Vielleicht stellt den Asari dann wieder ein, wie man kennt. So, das noch abgeschlossen. So, dann jetzt haben wir wirklich auch die Normandy. Dann werden wir unser neues Sniper-Gewehr mal ausrüsten und aufwerten. Und ja, dann geht's los und wir zerlegen mal eine Reaper-Basis. Sektorstatus erkannt. Einen Zack. Moment. So, tut mir leid, aber wie gesagt, ich möchte das dann nur noch ganz gern erledigt haben. Und so lange hat es ja nicht gedauert. So, ab geht's. Commander? Dann gehen wir nach unten. Und rüsten mal eine Runde aus. So, Waffenmodstation. Aber wahrscheinlich wird die dann deutlich stärker sein, aber gut. So, hallo Widow. Ja, die ist schwer. Da muss ich nachher mal gucken, was ich da sonst noch reinpacke. Was hatten wir hier drauf? Konzentrationsmodul. Und... die Laufverlängerung. Gut, das macht halt jetzt nur Schaden, aber ist vielleicht gar nicht so schlecht. Durchschlagsnummer 3, Laufverlängerung 5, Reserve-Thermomagazin haben wir auch 5. Oder wir machen es einfach so. Moment. Haben wir hier mit. Sieht zwar jetzt irgendwie ein bisschen bescheuert aus, aber passt schon, denke ich. So, das wäre das. Und dann raiden wir mal ab. Scroll Black Widow 2, bitte. Jawohl. Black Widow 3. Gucken, was wir da jetzt raushauen können. 4, 5 und so weiter. 6 reicht nicht mehr. Oder ist das schon das Maximum? Oder wird es nur jetzt nicht mehr angezeigt, weil wir es uns nicht mehr leisten können? Hm, kann ja gut sein, dass das nur bis dahin geht. Okay. Man muss jetzt aber wirklich mal gucken, was wir da noch machen. Vielleicht lass ich dann einfach die Pistole weg. So, hier dann nochmal die Medhawk. Nehme ich halt nur 2 Waffen mit. Reicht ja eigentlich auch. Meine Pistole habe ich jetzt so selten benutzt. Super. Freut mich. So, frisch ausgerüstet. Frisch ans Werk. Ab zur Reaper-Basis. Husch. Gespannt, ob wir die platt kriegen.
Lalala, wir fliegen nach Rannoch und dann auf die Reaper-Basis. Oder zur Reaper-Basis. So, dann können wir mal gucken, wen nehmen wir mit? Nehmen wir doch mal gerade Ashley mit, wenn sie schon mit uns reden wollte. Wir können nur einen mitnehmen, okay. Ach, Tali ist sowieso dabei. Gut, macht Sinn. Dann, genau, die Waffen lassen wir soweit. Bei euch ja, glaube ich, auch. Ja, ich glaube, ihr kommt gut mit den Sachen hier zurecht. Da können wir erstmal nichts machen. Dafür bei Ashley. Genau, Wirkungsradius ist da, glaube ich, nicht schlecht. Dann die Disruptor-Munition. Und Tali darf... Nee, darf man nicht. Der Synthlaser benötigt Sichtkontakt. Was ist der schnellste Weg? Oberer Eingang. Basis anvisieren, bevor die Geth Widerstand organisieren können. Was ist mit Ihnen? Verteidigungssysteme werden deaktiviert und ein Fluchtfahrzeug organisiert. So was können Sie? Diese Einheit enthält immer noch Reste des Upgrade-Codes der alten Maschinen. Sicherheitssysteme der Geth sind kein Problem für uns. Sie sind besorgt. Natürlich bin ich besorgt. Sie sind immer noch mit den Reapern verbunden? Nein, wir enthalten nur Code-Upgrades, die uns effektiver machen, intelligenter. Aber Sie haben gelogen. Ich war verständnisvoll, als Sie mich mit den Kommando-Geth überrascht haben, aber Sie belügen mich immer noch. Wann werden Sie mir endlich vertrauen? Wenn dieser Krieg zu Ende geht, ohne die Geth zu vernichten. Ja. Zum oberen Eingang. Wir steigen hier aus und organisieren ein Fluchtfahrzeug. Klar. Glauben. Ich fasse es nicht. Die Heimatwelt. Meine Welt. Sehen Sie den Himmel und die Felsformationen? Darüber wurden früher Gedichte geschrieben. Wenn wir fertig sind, können Sie vielleicht ein neues verfassen. Das ist Rannoch, die Welt unserer Vorfahren. Unsere Körper trugen die Saat, die das Wüstengras verbreitet. Haben Sie mich schon mal Kila Selai sagen hören? Übersetzt heißt das ungefähr bei der Heimatwelt, die ich eines Tages wiederzusehen hoffe. Vielleicht schon heute. Das Wohnzimmerfenster kommt genau hierher. Sollte ich was wissen? Ich habe soeben das Land für mich beansprucht. Ich weiß, das bedeutet nicht viel, aber wenn das alles vorbei ist, dann habe ich ein Zuhause. Die Quarianer haben Jahrhunderte als Nomaden gelebt. Glauben Sie, sie können einfach so wieder sesshaft werden? Wir haben uns daran gewöhnt, unser Zuhause immer bei uns zu haben. Nun, immerhin ein Anfang. Gut, dann können wir direkt mal die Black Widow testen. Überzielen und daneben schießen. Läuft. Wir haben jetzt sogar 3 Schuss, das ist ja gar nicht mal so schlecht. Und macht halt ordentlich Schaden. Ja, sie weiß zu gefallen, die Waffe. Eins, zwei... Die Geth-Störtürme beeinträchtigen Ihr Signal, Commander. Ich gleiche das aus, damit Sie weiterhin Funkkontakt haben. Gute Arbeit, Trainer. Danke.
Wiedersehen. Da muss mich wenigstens nicht so aufregen, wenn Shepard nicht direkt nachlädt. Ist da hinten, ja gut, da habe ich leider absolut nichts gesehen. Läuft aber gut soweit, muss ich sagen. Die Waffe hat sich gelohnt. So. Wir können nicht speichern, aber ich hätte ganz gerne mal wieder Muni. Wir sind unterwegs. Hier Admiral Garrel. Der Weg der schweren Flotte ist frei. Alle vorwärts. Präsenz der Gethjäger vernachlässigbar. Patrouillenflotte. Deckung verlassen und angreifen. Ah, da war Muni. Schön. Sammeln wir direkt auf. Und dann können wir weitergehen. So, jetzt geht das mit dem Speichern auch. Wunderbar. So, hier können wir erstmal nichts machen. Da haben wir einen MP-Großkaliberlauf. Den sacken wir direkt mal ein. Muni ist voll. Gut, wo geht's weiter? Da ist eine Leiter. Okay, dann geht's da wahrscheinlich. Ne, da kommen wir. Kommen wir da hier? Ich glaube, da kommen wir. Ne, da kommen wir nicht hier. Wir kommen hierher. Oder? Ich bin ein wenig verwirrt. Ja, ich glaube, genau, wir kamen von da und dann müssen wir wahrscheinlich da irgendwo hoch. Oberer Eingang, okay. Ah, dann können wir hier drüber klettern. Alles klar. So, hier hoch. Da hoch. Immer weiter. Bisschen versteckt der Weg hier. Hi. So, noch jemand? Jawohl. So, Deckung bitte. Danke. Einmal heilen, einmal wegschießen. Gut, und schon wieder die Muni voll. Das geht ja alles wie am Schnürchen hier. Au. Du kannst da mal weg. Das war's jetzt wohl auch schon fürs Erste. So, was haben wir hier Schönes? Das, den Durchschlagsmod. Gut, nehmen wir mit. Sehr freundlich. Und Handschuhe von der Casa Fabrication. Da haben wir so. Ja, so langsam wird das hier was.
durchgeladen ist. Das ist schön. Hier kommen wir erstmal nicht hoch. Dann gehen wir halt den Umweg hier rüber. Aha. Geschna. Eins, zwei. Und es kehrt Ruhe ein. War noch nicht ganz, wie es scheint. So, dann schauen wir mal. Wo wird noch geballert? Da unten. Ja, da war ich schneller. Also die Raketen gehen mir eigentlich am ehesten auf die Nerven, weil die halt durch die Explosion die halt immer wieder die Dings, also die Sicht verschwimmen. Okay, das wird interessant. Du kannst weg. Du kannst weg. Den zweiten habe ich nicht getroffen. Weg. Mit dem da oben sieht es auch nicht so gut aus. Tschüss, dafür ist der jetzt erledigt. So, Munition, bitte. Da geht's zur Basis. Da haben wir Muni. Gut. Hier haben wir eine Tür, wo wir rein können. Das lohnt sich. Wollen nicht Reaper-Tech mitnehmen? Das war knapp. Hat aber noch gereicht, um ihn zu erledigen. Es würde Stunden dauern, diesen Schild zu durchbrechen. So viel Zeit haben wir nicht. Wir haben oben auf den Gästeverteidigungsanlagen eine Steuerung entdeckt, die den Schild deaktivieren kann. Hat jemand sich das Ding ordentlich ansehen können? Nach Gästech hat es nicht ausgesehen. Sie haben sich viel Mühe gegeben, um das Signal zu beschützen. Genau. Jagen wir es hoch. Und schauen wir mal, was hochjagen können. Hi. Weg. Weg. Sie kommen weg. Von oben. Und die Schweine. Läuft zu weit. Die normalen Schützen sind jetzt nicht so das Problem. Die fallen ja nach einem Schuss, also auch nach einem Körpertreffer. Das passt ja eigentlich ganz gut. Achtung! Kreuzfeuer von linkem Balkon! Ich sehe erstmal nichts, aber gut. Ich meine Deckung, danke. Können wir vielleicht auch mal wieder MG auspacken. Ach, da wird gekreuzt und gefeuert. Tja, bereiten wir dem doch mal ein Ende. Der wäre weg. Der wäre weg. Noch jemand? Scheinbar.
Ah, noch ein Schütze. Gut, dann schalten wir die Kollegen da drüben mal noch aus. Shepard Commander, brauchen Sie Unterstützung? Wir schaffen das schon. Wie ist Ihr Status? Die System-Upgrades der alten Maschinen haben uns die Störung der Sicherheitsroutinen ermöglicht. Wir bremsen sie aus. Weitermachen. Wir rücken zur Schildsteuerung vor. Ich weiß ja, dass das Ding eigentlich mit uns zusammenarbeitet, aber Reaper Code? Ich stimme zu. Die Geths sind schon ohne Reaper-Upgrades gefährlich genug. Wir brauchen ihn jetzt. Danach sehen wir weiter. So, dann hier aber erstmal ein Folgenstopp. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.